Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ja, beim letzten Video, was ich hochgeladen hatte, habe ich ja über das Thema Familienbett bzw. wenn das Baby im Elternzimmer schläft, gesprochen. Ja, und dieses Mal würde ich gerne darüber sprechen, wie es denn aussieht mit dem Hund im Familienbett bzw. Elternschlafzimmer. Ja, also wie man wahrscheinlich meinen Profilinformationen entnehmen kann, müsste man ja auch wissen, dass wir einen Hund haben. Ich glaube, den hat man auch schon so das eine oder andere Mal durchs Bild laufen gesehen. Ja, und ich wollte euch nur mal erzählen, wie wir so mit Hund im Bett schlafen oder auch nicht. Ja, also ich würde gern da anfangen, als wir uns den Hund zugelegt haben. Und zwar haben wir den vor fast 3 Jahren jetzt schon bekommen von meiner Tante. Die Hündin war trächtig. Heißt es bei Hunden trächtig? Hündin hat auf jeden Fall Welpen bekommen. Und ja, einen Welpen davon, den haben wir dann in unsere Familie aufgenommen. Nach langem Kampf, weil ich unbedingt ein Hündchen haben wollte. Und das zeitlich allerdings alles ein bisschen bei uns knapp gewesen worden wäre, musste ich da echt betteln und betteln. Und ja, dann sind wir uns die Welpen angucken gegangen und dann haben die es schon von alleine geschafft, quasi das Herz vom Papa zu erwärmen. Und ja, dann haben wir ihn also irgendwann darauf halt auch nach Hause bekommen. Und ursprünglich hatten wir uns ganz fest vorgenommen, dass der Hund nicht bei uns ins Bett darf. Weil alle gesagt haben, pfui, ein Hund hat nichts im Bett zu verloren, nichts im Bett zu suchen. So. Und ja, dann haben wir auch gesagt, naja, klar, der läuft so draußen rum und ist dreckig und bah und pfui und ja, dann haben wir halt gesagt, so, der kommt nicht ins Bett. Ne? Zwar das ist ja so ein kleiner, putziger Knubbelwelpe und auch total süß und total lieb und total kuschelig und hat total viel geschlafen. Also im Grunde genommen wie ein Baby mit ganz vielen Haaren. Ja, und dann waren so die ersten Nächte, haben wir es halt noch versucht, ne? Wir haben ihn zwar ins Schlafzimmer gelassen, er kam gar nicht hoch ins Bett, weil er dafür noch zu klein war, aber er ist halt immer ums Bett herum und herum und wir haben das dann halt immer beobachtet und wir konnten auch nicht so richtig schlafen. Und dann hat er angefangen zu janken und dann tat er uns natürlich leid und dann haben wir uns nochmal hingesetzt und haben darüber gesprochen. Und haben halt gesagt, er ist ja eigentlich so wie unser Baby und unser Baby würden wir auch ins Bett lassen. Und ja, letztendlich haben wir uns dann dazu entschieden, den Kleinen mit ins Bett zu nehmen. Und ja, von da an hat Balu auch wirklich jede Nacht mit uns im Bettchen geschlafen und kam immer unter die Decke gekrabbelt. Ich weiß, das werden jetzt hier sowieso einige von euch total ekelhaft finden. Aber ich verspüre irgendwie kein Ekel, weil das ist wie mit Popeln von meinem Baby. Ich finde Popel von jedem anderen Menschen richtig eklig, ne? Aber die Popel von meinem Baby finde ich nicht eklig. So, die hole ich ja auch raus. Oder Kacke von meinem Baby, ne? Voll die schöne Aussprache. Nein, aber so ist es mit meinem Hund. Also, ich finde meinen Hund nicht eklig und ich finde auch nicht widerlich, wenn er mit mir zusammen in einem Bett liegt und ja, es sind halt die Keime, die wir uns dann halt alle teilen, hier in dieser Familie, wunderschön. Ja, und wir waren damit auch ziemlich zufrieden. Und dann wurde ich schwanger. Ja, und dann haben wir uns natürlich nochmal Gedanken gemacht. Und jetzt mit einem neugeborenen Baby im Schlafzimmer, im Beistellbett oder auch in unserem Bett, war halt dann doch nochmal die Überlegung, ob das hygienetechnisch nicht doch vielleicht nochmal überdacht werden sollte. Also auch die Haare, also Balu hat echt wie Sau. Und so kleine Babys, na, die Haare sind überall und dann im Mund und ja, irgendwie fand ich das eklig. Und so ein Baby kriegt ja auch noch nicht irgendwie so ein Haar aus dem Mund gefischt und man kennt das ja selber mal, wenn man irgendwie ein Haar, weiß ich nicht, von sich selber oder von einem Fremden irgendwo im Essen hat oder so und man zieht sich das so raus, das ist mega eklig. Ja, und dann dachten wir so, das geht wahrscheinlich nicht auf Dauer mit Baby. Zumindest nicht für die Anfangszeit. Also haben wir uns dazu entschlossen, den kleinen Scheißebär aus dem Schlafzimmer wieder zu verbannen.
Also nur aus dem Bett verbannen geht übrigens bei uns nicht, weil sobald ein Hund sich irgendwie unbeobachtet fühlt und Licht aus ist, springt er eh in der Nacht irgendwann ins Bett. Und das war für uns klar, das funktioniert nicht. Und dann gerade noch, wenn der vielleicht dann nachts einfach hochkommt und sich vors Gesicht vom Baby legt, ja, man hört ja immer so Horror-Stories von Katzen, die legen sich dann auf die Gesichter und dann ersticken die Babys. Ja, und diese ganzen Horrorszenarien hatte ich halt im Kopf und dann haben wir gesagt, nee, gut, Schluss aus, ra ganz raus aus dem Schlafzimmer. Wir brauchen so eine, wie heißt das, so ein Türgitter halt, ne? Ja, und dann habe ich ein passendes bestellt und das haben wir dann auch montiert. Es war auch gar nicht mal so schwer. Ja, und von dem Zeitpunkt an ist der kleine Scheißer dann, wo ist er eigentlich? Ist er dann aus dem Schlafzimmer verbannt gewesen und die ersten Tage waren oder Nächte waren echt hart. Also wir haben das extra gemacht, bevor das Baby kommt, weil alle gesagt haben, mach das vorher, sonst verbindet er das mit dem Baby. Also haben wir es weit vorher gemacht. Weit. 2 Monate bevor sie kam oder so. So lange haben wir ihn noch bei uns gelassen. Naja, haben das auf jeden Fall dann ein bisschen weiter vorher gemacht, dass das nicht mit dem Baby in Verbindung bringt. Und die ersten Nächte waren die Hölle. Also der hat an das Gitter gekratzt, er hat gejankt, er wollte zu uns und das war mal herzzerreißend. Ne? Aber ich habe gesagt, also die ersten Nächte ist man dann vielleicht noch schwach geworden und hat doch wieder aufgemacht, aber das ist natürlich auch so ein bisschen die Masche vom Hund. Ne? Der weiß genau, wie er sich zu verhalten hat, um uns um den Finger zu wickeln. Der ist ja nicht ganz so blöd. Und er wollte auch zu uns und ich bin mir auch sicher, er hat auch ein bisschen gelitten, auf jeden Fall. Und dann hat man die ersten Nächte, ist man dann schwach geworden, hat das Gitter wieder aufgemacht, hat ihn doch noch mal eine Nacht reingeholt und noch mal eine Nacht reingeholt und noch mal eine Nacht. Und irgendwann haben wir gesagt, so jetzt ist aber wirklich Schluss. So, und dann hat er, glaube ich, eine Woche lang wirklich jeden Abend und jeden Morgen ans Türchen gekratzt und immer am Janken gewesen. Und wir sind halt konsequent dieses Mal geblieben. Und siehe da, irgendwann hat er dann aufgehört mit dem Janken und mit dem Kratzen. Ja, und es war dann irgendwie 6 Uhr morgens und da hat er normalerweise schon eine Stunde gejankt und gekratzt. Armes Tierchen, ey. Und da habe ich mir so gedacht, boah, der hat das so toll gemacht. Da habe ich das Tor wieder aufgemacht und zur Belohnung habe ich ihn reingelassen. Zum Dank hat er dann eine Woche lang wieder danach nur Theater gemacht. Also das war echt dumm, dann noch so einzuknicken. Naja, irgendwann hat der arme Hund es dann verstanden. Also er hatte sein Kissen im Flur direkt vorm Schlafzimmer. Er konnte uns sehen, konnte halt nicht mit uns kuscheln. Aber er hat es irgendwann dann wirklich verstanden. Auch wenn unser Herz ein bisschen jedes Mal dran zerbricht, wenn wir rübergehen und er halt drüben bleibt. Ja, mittlerweile ist er sogar so, wenn wir den mal reinlassen, kommt er 5 Minuten rein und dann huscht er wieder raus. Ne? Ja, also sie ist ja jetzt, wie gesagt, 7 Monate alt. Und wir haben schon überlegt, dass er bald, wenn sie ein bisschen älter ist, dass er dann schon wieder ins Bettchen darf. Aber wann das soweit sein wird, das werde ich irgendwann wahrscheinlich spontan entscheiden. Wie gesagt, wir haben jetzt mal eine Nacht oder 2 Nächte, glaube ich, haben wir mal das Tor offen gelassen. Da kam der gar nicht mehr und der wollte gar nicht mehr bei uns sein. Der wollte seine Ruhe haben. Und das hat mich dann schon ein bisschen traurig gemacht, weil ich dachte so, habe ich den Hund zerstört? Haben wir den Hund zerstört? Ja, mal abwarten, wie sich das Ganze so in Zukunft weiterentwickelt. Wie gesagt, irgendwann haben wir vor, den Hund wieder ins Bett zu lassen. Wahrscheinlich erst, wenn die Kleine ein bisschen älter ist. Aber solange sie halt noch so klein, so wehrlos ist und teilweise auch so rabiat zum Hund, also die ist schon manchmal echt, wenn die so nach dem Fell greift und dann hört man so jedes einzelne Haar rausziehen, was sie nicht sollte, aber sie muss ja auch irgendwie lernen, Ei zu machen. Naja, auf jeden Fall. Guckst du? Was guckst du? Okay. Ja, so lange sollten wir es vielleicht noch ein bisschen aufschieben. Und dann mal schauen. Das mit den Haaren ist sowieso der Fall, dass die Haare hier in der kompletten Wohnung verteilt sind, weil der Hund sich halt in der Wohnung komplett bewegt
Und es ist einfach unmöglich, bei einem Hund mit langen Haaren, der sehr hart, die Wohnung steril zu halten. Ich glaube, wenn ich eine sterile Wohnung haben wollen würde, hätte ich mir auch keinen Hund zulegen dürfen. Und von daher habe ich mich von diesem Gedanken eh verabschiedet. Hier sieht es manchmal irgendwie, wenn ich mal vergessen habe zu saugen, aus wie im Wilden Westen. Dann sammeln sich so die Haarballen und fliegen so durch die Gegend. Ja, aber so ist es halt mit dem Tier. Wie gesagt, ich versuche immer zu gucken, dass die Kleidung von der Kleinen irgendwie ein bisschen haarfrei ist. Und seit wir einen Trockner haben, haben wir auch weniger Tierhaare auf der Kleidung. Aber ganz vermeiden kann man es halt eh nicht. Und auch so, sie ist ja jetzt kein neugeborenes Baby mehr. Sie ist ja schon ein bisschen älter. Und wenn sie manchmal auf dem Boden liegt und ich drehe mich noch einmal kurz um, der Hund, sie streckt sofort dem Hund die Hand aus, der Hund leckt sofort die Hand ab. So schnell kann ich gar nicht gucken. Ich will schon noch nur einen schnellen Tuch nehmen, um ihr die Hände sauber zu machen. Und da hat sie die schon im Mund. Also ich meine, ich glaube, man kann es nicht vermeiden. Geht einfach nicht. Und bisher hat sie das Ganze auch gut verpackt. Also sie ist noch nicht an einem Haar erstickt oder so. Von daher versuche ich mir da einfach gar nicht mehr so einen Kopf zu machen. Ich finde es viel schöner, dass sie mit einem Haustier aufwächst, als wenn sie es nicht tun würde. Ich glaube, da gehen wir lieber das Risiko in Kauf, dass mal ab und zu ein paar Haare rumfliegen. Naja, das war auf jeden Fall ein Video dazu, wie wir mit unserem Hund zusammen die Nächte verbringen. Klingt voll eklig. So meinte ich das nicht. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, gut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr das voll eklig fandet und sagt so, bah, Tierhaare und die lässt die Hand ablecken und die lässt ihn auch ab und zu ins Bett und Bakterien und Keime und das Kind, dann macht das Video einfach aus. Bis dann. Tschüss.